Hallo, meine Lieben. Ja, heute möchte ich euch ein bisschen nochmal mein Bullet Journal zeigen. Ja, theoretisch, wie so mein Januar war. Viel habe ich eigentlich nicht neu reingemacht, muss ich gestehen. Ich habe aber gerade noch eine Idee, was ich auf jeden Fall jetzt noch reinbringen möchte. Und ich mache jetzt hier einfach nochmal so einen kleinen Rückblick. Ja, ganz vorne habe ich nichts. Dann habe ich hier meinen Index. Wie alles so ein bisschen aufgebaut ist. Mal gucken. Ich glaube kaum, dass mir die Seite von dem Index reicht. Wahrscheinlich werde ich den nochmal teilen müssen und hier noch weitermachen. Ja, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass es auch immer von der anderen Seite so durchscheint. Also das optimalste Buch wird es noch nicht für mich sein. Dann hatte ich hier meine Keys. Also das sind jetzt alles einfach nur nochmal so ein bisschen Rückblick. Hier unten habe ich noch eins hinzugefügt und zwar ein Kästchen mit einem Fragezeichen, nämlich wenn etwas nur vielleicht passiert. Wobei ich jetzt gemerkt habe, wo ich gerade heute Sachen eingetragen habe, ja, dass ich das Fragezeichen meistens dahinter mache. Hier habe ich meine YouTube-Seite und ihr seht, die ist auch noch fast leer. Ich habe hier nur so ein Ziel, was ich gerne erreichen würde an Abonnenten für dieses Jahr. Ansonsten nichts. Ja, hier musste ich leider wieder ein bisschen was zukleben, weil das wieder mit dem zu tun hat, was sich hier hinter verbirgt. Wer das letzte Video von diesem Bullet Journal gesehen hat, weiß, dass es da eine kleine Geheimsache gibt, die ich nicht verraten möchte. Und hier drunter stehen halt Sachen, die damit zu tun haben. Hier habe ich einiges an Serien eingetragen und immer noch nur einen einzigen Film. Ich habe die auch alle mit Absicht mit Bleistift reingemacht, weil es soll ja fürs ganze Jahr sein. Und so kann ich es dann immer wieder rausradieren. So, das habe ich zusammengeklammert. Das kommt einmal um. Hier habe ich immer noch eine Seite komplett freigelassen, wo ich dann eben wahrscheinlich von der Seite noch mehr Platz brauche, wobei ich noch nicht genau weiß, ob das wirklich was wird. Meine Abnehmtabelle, da habe ich noch nichts weiter reingeschrieben, weil der Januar ist ja noch nicht zu Ende. Und ja, ich hatte euch ja erzählt, dass ich eigentlich hier drüber hinausgehe, aber hier in der Tabelle eben nicht hier oben rein wollte, da ich ja hier so ein Diagramm quasi erstellen möchte, was am Ende dann hoffentlich hier unten ankommt. Und ja, das ist das. Hier habe ich mir einen Sporttracker gemacht, der war jetzt nur für Januar. Ein paar Tage fehlen noch. Und ihr seht, ich habe hier einmal, bin ich hier verrutscht. Wenn ihr darauf achtet, dann gehört das hier hin und das gehört dahin, aber ist egal. So, hier habe ich dann einmal meinen Bodytracker, einmal mit dem Startgewicht, was ich dann tatsächlich hatte. Und hier werde ich dann zwischendurch immer mal wieder mein Gewicht eintragen. Heute werde ich wahrscheinlich das erste Mal eintragen, weil jetzt sich tatsächlich schon ein bisschen was getan hat. Einmal das Start, wann ich angefangen habe und hier dann, wann ich mein Ziel eben erreicht habe. Hier unten habe ich meine Maße sozusagen eingetragen. Da hat sich immer nur so minimal was verändert, deswegen werde ich wohl das hier wieder rausradieren. Hier habe ich es leider schon mit richtigem Stift eingetragen und da sonst nur mit Bleistift, dass ich es wieder hätte rausnehmen können. Das wäre schlauer gewesen, das ohne den richtigen Stift zu machen, weil dann hätte ich immer wieder alles wegradieren können und wenn ich hier hinten ankomme, wieder nach vorne schreiben, weil ich hier ja nicht so viel Platz habe. Aber na gut, jetzt ist es so. Ich kann ja das dann immer als Routine nehmen. So, jetzt kommen wir zum Januar und da habe ich halt ein bisschen angefangen zu gestalten. Ihr seht, hier vorne habe ich noch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe hier nur in meinen Zielen sozusagen, die ich erreichen möchte, mir reingeschrieben, dass ich im Januar ganz gern 5 Kilo abnehmen möchte, was ich allerdings nicht mehr schaffen werde. Also ich wäre froh, wenn es 2 Kilo werden. Ich weiß nicht, warum ich mich dieses Mal so schwer tue. Früher ging das irgendwie leichter. Aber man wird ja nicht jünger, ne? So, das habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen, wo ich hier schon so ein bisschen dekoriert habe. Hier sind natürlich überall jetzt persönliche Termine drin. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Da stehen keine Nachnamen drin. Also ist es alles nicht so wild. Ja, hier, da hatte ich so meine Gorsches-Zeit irgendwie. Da habe ich hier mit den Gorsches-Püppis ganz gern halt dekoriert und hier habe ich mal embossed. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich mag auch diesen Baumstempel total gerne. Und dieses Embossing ist echt schön geworden. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, hier habe ich einfach nur so eine Ranke, weil ich gar nicht wusste, was ich da eigentlich dekorieren sollte. Dann habe ich hier, das war so eine verregnete Woche und da habe ich gedacht, ach, das passt ganz gut. Und dann fand ich es aber doch noch ein bisschen zu wenig Farbe und habe mir das dann nachträglich noch reingemacht. Das sieht man wahrscheinlich, weil die Regentropfen da drüber sind. Aber das macht nichts. Ja, hier habe ich mir dann so ein paar Waldtierchen reingemacht. Ja, in diesen Tagen, ich weiß nicht mehr genau, heute haben wir Mittwoch, dann ist es am Sonntag passiert. Da bin ich mit meinem Hund in den Wald gegangen. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen. Und ja, ich weiß ja, dass er einen Herzfehler hat und dass er nicht mehr ganz so weit laufen darf. Und den Tag habe ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Und er kriegt halt ab und an so Aussetzer, dann fällt er um und sein Herz setzt dann quasi aus. Und der Tierarzt hat halt gesagt, das kann öfter passieren und irgendwann wird er dann einfach liegen bleiben, wird nicht mehr aufstehen. Also dann wird sein Herz komplett aufhören zu schlagen. Ja, und wie gesagt, am Samstag habe ich wirklich gedacht, es wäre soweit, weil ja, er ist dann umgekippt im Wald und mein Auto war ziemlich weit weg. Ja, und ich habe dann ihm aufs Herz geschlagen, damit er wiederkommt, weil die Atmung schon ganz, ganz flach war, also fast gar nicht mehr vorhanden. Und habe ihm dann halt mit meiner Faust auf den Brustkorb gekloppt, damit er eben wieder, ja, dass das Herz halt quasi so einen Stoß quasi kriegt. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen und er ist dann tatsächlich wieder aufgestanden, hat sich wieder berappelt und ja, jetzt schläft er hier gerade, aber normalerweise ist er wieder genau der Alte, liegt wieder bei mir hier, quietscht mir den ganzen Tag die Ohren voll und ja, so. Ja, das war ein nicht so schöner Tag. Und deswegen habe ich hier diese Waldtiere hingemalt, weil ja, ich das so im Kopf behalten habe mit diesem Wald halt, ne? Ja, dann hier hatte ich so ein bisschen Home Day. Ach so, genau, ich habe hier ungefähr, ja, hier habe ich etwas angefangen. Und zwar habe ich mir hier immer so einen Turnschuh hingemalt. Ich habe hier so eine Schablone. Hatte ich euch mal gezeigt, glaube ich, dass ich die bei Amazon mir bestellt hatte. Da sind dann so ganz viele Schablonen. Und hier ist unter anderem eben auch so ein Turnschuh dabei. Und den habe ich mir dann immer hier so hergemalt auf die Tage bis auf Sonntag. Und dann den Mittwoch habe ich es nicht hingemalt, weil da habe ich eh nichts gemacht. Aber ich habe mir dann so gedacht, ich schreibe mir da immer rein, wie lange ich an diesem Tag auf dem Laufband gelaufen bin. Und habe dann angefangen mit einer halben Stunde, dann hatte ich Muskelkater, dann bin ich nur 15 Minuten gelaufen. Danach ging es dann aber immer schon fleißig mit 30 weiter. Ja, hier mal gar nicht. Und hier auch 30. Am Samstag bin ich, glaube ich, auch gelaufen. Da weiß ich aber nicht mehr wann, nicht mehr wie viel. Nee, stimmt gar nicht. Am Samstag hatte ich so viel um die Ohren. Da habe ich gekocht für Freunde und hatte hier echt volles Haus. Und da habe ich nichts gemacht. Das war Freitag, genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie lange, deswegen habe ich es weggelassen. Ja, und Montag und gestern, also vorgestern und gestern, da lief es schon richtig gut, weil mittlerweile schaffe ich jetzt schon eine Stunde, beziehungsweise habe ich hier morgens eine Stunde und abends dann nochmal eine halbe drangehängt. Da war ich echt fleißig. Und das fand ich jetzt eine coole Idee und habe das dann so beibehalten und habe mir immer so einen Turnschuh hier überall noch dazu gemalt. So, und die Seiten hier, die sind jetzt noch komplett undekoriert, weil ja die Woche war ja noch nicht. Ich überlege eventuell noch mal ein paar Tage nach Dortmund zu meinen Freunden zu fahren. Mal gucken, ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich es mache, aber ich denke mal ja. Und da werde ich dann wahrscheinlich am Montag fahren, deswegen hier ein Auto. Und ja, wenn ich dann da sein sollte, dann werde ich am Dienstag auf jeden Fall in den Action fahren und mal gucken, was die dort wieder Schönes haben, weil sie da doch immer mehr haben als in unserem Action hier. Ja, mittwochs habe ich mir so ein bisschen vorgemerkt als Videotag, also dass ich halt dann ein YouTube-Video aufnehme und schneide und so weiter. Wenn ich in Dortmund bin, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht mache ich dort einen Action-Haul. Mal gucken. Geht ja auch. Ich kann es ja auch mal mit dem Handy einfach probieren und dann von dort aus hochladen. Dann kann ich halt nur nicht schneiden und so weiter, was ja nicht so wild. Ja, und deswegen ist hier jetzt YouTube-Video und jetzt könnte ich theoretisch hier so einen Strich reinmachen, weil ich habe es angefangen. Genau. So.
Ja, wie gesagt, hier ist nichts dekoriert. Hier habe ich mir einen Geburtstagskalender fürs ganze Jahr gemacht, also mit den 12 Kästchen für jeden Monat eins. Und dann habe ich immer die ganzen Geburtstage hier schon eingetragen. Deswegen habe ich das auch alles komplett abgeklebt, weil das ist dann doch ein bisschen persönlich, finde ich. Da sind manchmal auch die Nachnamen mit drauf und deswegen habe ich es vorsichtshalber einmal abgeklebt. So, hier habe ich mir einen Meal Planner und eine Shopping List gemacht. Und zwar ist das Ganze so gedacht, es ist halt mit Tape reingeklebt, so dass ich die Sachen immer wieder austauschen kann. Und ich muss ehrlich gestehen, ich nutze es nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Ich habe hier an der Seite, habe ich mir immer drauf geschrieben, was ich an dem Tag zum Mittag gemacht habe. Also nicht für den ganzen Tag, sondern wirklich immer nur das Mittagessen, was es an dem Tag eben gab. Das steht hier dann immer drauf und das funktioniert für mich ganz gut. Aber dieser Meal Planner, also den werde ich glaube ich nicht nochmal übernehmen, beziehungsweise ich weiß ja nicht, das Bullet Journal wird eine ganze Weile halten, denke ich mal. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich es ja vielleicht irgendwann doch mal mehr benutze oder nicht. Also hier habe ich es dann, wie gesagt, mit Washi ein bisschen festgeklebt, habe mir da einfach nur was dekoriert und ja, habe dann halt mir das einfach nur reingeklebt und dann kann ich mir hier immer aufschreiben, wenn ich mal was brauche. Aber ich habe eine Einkaufs-App auf dem Handy, wo ich mir immer einschreiben kann. Also da kann ich direkt den QR-Code scannen. Und dann brauche ich keine Shoppinglist, ehrlich gesagt. Also das mache ich mit dem Handy. Ich habe es bei jemand anderem gesehen. Fragt mich bitte nicht mehr, bei wem, bei irgendwem habe ich es gesehen. Ich habe unzählige Videos zu Bullet Journal Planern mir angeguckt, wie andere das machen, um mir einfach erstmal Ideen zu holen. Und da war das halt dabei. Ich fand es eine coole Idee, aber für mich funktioniert es leider nicht so gut. Ihr seht auch hier unten, also das ist glaube ich von vor 3 Wochen oder so, die Sachen. Da habe ich es noch gemacht und dann war es schon so, ja. Ja, hier hatte ich an dem Tag was stehen und das habe ich dann am nächsten Tag haben wir es auch gegessen. Und ja, das hatte ich dann hier schon gar nicht mehr reingemacht. Ja, und hier habe ich jetzt quasi den Februar vorbereitet und hier ist jetzt natürlich noch gar nichts. Ich habe auch noch nichts vorgeschrieben, was ich denn im Februar irgendwie jetzt erledigen möchte oder so. Da habe ich einfach alles komplett noch offen gelassen. Auch hier habe ich, wie auch im Januar, viel Platz und auch hier werde ich sehr wahrscheinlich, also ich überlege halt, da ich ja hier im Januar, wo ist es? Da noch so viel Platz habe, ob ich hier noch mal einen Sport-Tracker sozusagen mache. Ich hatte ja für Januar vorne einen drin, wo ich dann einmal nur abgemalt habe, immer was ich gemacht habe. Wo habe ich den denn jetzt gelassen? Da ist er. Der war ja jetzt theoretisch für Januar. Ich überlege aber, ob ich mir da doch noch mal ein bisschen was anderes einrichte. Vielleicht auch so eine Tabelle, wo ich dann eben mit Strichen verbinden kann, wo ich dann am Ende wie so ein Diagramm halt habe, so eine Kurve halt, wo ich sehen kann, bin ich regelmäßig gelaufen oder beziehungsweise wie viel habe ich mich gesteigert. Bin ich nur 15 Minuten gelaufen, bin ich nur 10, bin ich 20 gelaufen, bin ich eine halbe Stunde, eine Stunde und so weiter und so weiter. Dass ich halt hier so verschiedene Punkte mir halt hinschreibe an Zeiten, wie viel ich gelaufen bin, dann die Wochentage und das dann immer eintrage. Problem ist, dass ich das jetzt im Nachhinein schon gar nicht mehr machen kann, weil ich ja gar nicht mehr weiß, wann ich wie viel gelaufen bin, außer die Tage, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Ja, das ist dann aber für Februar wahrscheinlich eine Idee, was ich dann dort übernehmen werde. Und ansonsten, ja, irgendwas werde ich mir hier noch reinmachen. Vielleicht mache ich mir hier auch einfach so eine Memory-Seite. Also, dass ich mir vielleicht Fotos oder so, Bilder, die ich jetzt gemacht habe, mir hier einfach nochmal einklebe. Vielleicht von positiven wie auch von negativen Sachen. Ich hatte auch von dem Foto, wo mein Hundi da lag und halb tot war, da habe ich keine Ahnung. Manchmal hat man so ein komisches, ja, dann kommt einem einfach irgendwas in den Kopf und dann denkt man so, oh nein. Und ja, ich habe so gedacht in dem Moment, oh, das könnte jetzt so sein letzter Moment sein,
dein letzter Atemzug sozusagen und habe das Handy rausgenommen und habe ihn fotografiert. Keine Ahnung warum. So vielleicht als letzte Erinnerung oder ich kann es euch nicht beschreiben. Das war einfach so ein Gefühl und gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Handy rausgenommen, fotografiert. Und ja. Und vielleicht, das ist zwar eine schlimme Sache, aber irgendwie auch eine schöne, weil er hat es ja auch geschafft. Und vielleicht mache ich das, dass ich hier mir so ein Memory mache und dann eben noch so Fotos reinmache oder so. Mal gucken. Mal sehen, mal sehen. Ja, wie gesagt, für den Februar, da habe ich ja also quasi vor dem Februar hier jetzt nicht wirklich irgendwas gemacht, wie ich es jetzt hier gemacht habe, wo ich da mehrere Ideen hatte. Das ist ja auch so fürs ganze Jahr theoretisch gedacht. Und ja, für den Februar, vielleicht mache ich hier auch die Memory-Seite und mache dann ab diesen Seiten hier irgendwie nochmal so einen Sport-Tracker. Vielleicht ist es auch schöner, das über die ganze Seite zu haben. Also mal schauen. Da kommen dann auf jeden Fall noch ein paar Sachen rein. Und dann werde ich euch im Februar auf dem Laufenden halten. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier zu meinem Bullet Journal, wie es jetzt zum Januar ist. Ja, ist noch eine Woche, bis der Monat vorbei ist, aber ich wusste jetzt nicht so ganz, ob ich dann nächste Woche da bin. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach das jetzt lieber diese Woche, bevor es nächste Woche irgendwie untergeht. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss. Hallo, meine Lieben. Ja, heute möchte ich noch mal ein bisschen in meinem Woll.